So, hi Freunde, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Gut, wir wollten ja im letzten Part, oder habe ich euch gesagt, im letzten Part, dass wir hier mal durchtauchen, diese Höhle hier, diesen unterirdischen Gang durchsuchen. Was sich da in der befindet, so ein kleiner Geheimraum, könnte man sagen. Hier ist ein Puzzleteil und noch Brentilda, wie die heißt. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. In der Hexenschule war ihr Spitzname Buzzardfratze. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. So, jetzt nur die Frage. Hier irgendwo gab es noch solche... Und ich kann pokern, gab es hier, glaube ich, noch. Wo, weiß ich gerade nur nicht. Hier irgendwo war das, Moment. Nee, scheinbar doch nicht. Jedenfalls haben wir hier Click-Lock-Wood. Das ist die letzte Welt, soweit ich weiß, von Banjo-Kazooie. Und deshalb fehlen da auch so viele Teile. Aber jetzt wisst ihr wenigstens, was hier ist, für diejenigen, die das Spiel nicht so wirklich kennen. Ich möchte aber jetzt erstmal euch da mitnehmen auf die, zu der, wo wir herkommen. So eine Stelle, wo wir auch die Treasure Truth Cove freigeschaltet haben. Denn dort war ja eine, verdammt, nein, eine Plattform, die wir vorher nicht, also diese Sprungplattform, die wir vorher nicht benutzen konnten. Aber jetzt können wir das. Deshalb gehen wir da mal hoch. Sehr schön. Gut, setzen wir mal alles ein. Wenn du alle Teile auf einmal in das Bild einfügen willst, drücke den Z-Trigger. Machen wir das so, ne? Geht wesentlich schneller. Nur die Frage, was ist das jetzt nochmal? Wie heißt die Welt nochmal? Ich kenne die zwar, aber den Name. Clankers Cavern. Cavern, was ist Cavern? Clanker ist der Name. Der Name von dem, von diesem Viech, von diesem Wal oder was auch immer das sein soll. Cavern ist wahrscheinlich die Bucht. Oder die Werft vielleicht. Das kann sein. So, was bist denn du? Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleicher Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Gut, das ist anscheinend so ein Teleportationskessel, um hier in der Welt schneller voranzukommen. Den brauchen wir jetzt aber noch nicht. So, aber hier ist noch was. So wie es aussieht. So, was genau ist hier? Ach, hier kommen wir her, ne? Hier kommen wir her. Hier kommen wir her. So. Das heißt, wir haben hier jetzt eigentlich alles erledigt, was zu erledigen ist. Ich denke jetzt aber mal, dass wir am besten erstmal schauen, wie viele Noten wir haben. 130, das heißt, es reicht noch nicht ganz... Ne, verdammt. Für die Tür da oben. Da brauchen wir 180 dafür, glaube ich. Ja. So, jetzt nur die Frage. Ich glaube, oben rum. Also hier kann man einmal oben rum. Ich glaube, da geht es zu dieser... zu Clankers Höhle. Cavern. Was ist Cavern? Ein Moment, da schaue ich eben mal ganz kurz nach. Ich weiß, es ist gerade Standbild, aber das möchte ich jetzt mal ganz kurz wissen. Was Cavern ist. Cavern. Höhle. Also war es doch richtig mit Höhle. Ach, ein Moment. Übrigens, was ist denn mit Google? Sehr schön. Das ist cool. Hat hier irgendjemand wieder Geburtstag? Sehr schön. Okay, alles Gute auf jeden Fall. So. Was war hier nochmal? Ich glaube, hier war noch so ein... Oh, fuck. Genau, so ein Kessel war hier noch. So, der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei. Ja, wir haben nur zwei gefunden. So, ich glaube, da ist irgendwas. Kann das sein? Na komm schon. Jetzt. Eine goldene Feder. So, ihr Glückspilze. Ich bin eine goldene Feder. Der Unverwundbarkeit. Bottles weiß mehr. Okay. Müssen wir den wieder suchen. Den alten Saftsack. So, das und ich kann pokern. Könnt ihr eigentlich pokern?
Also ich wollte es unbedingt mal so richtig lernen. Ich kann so die Grundlagen so ein bisschen. Aber auch nur von Online-Poker, sowas wie auf Facebook oder sowas. Jetzt nicht ums große Geld, aber so just for fun. Ist eigentlich ganz witzig. So, Grundhilda lassen wir natürlich nicht ausreden. Sie hat die Bösewichtin hier in diesem Spiel. Die darf nicht zu Wort kommen. Aktivieren wir das doch mal am besten. Das brauchen wir nämlich, um darüber zu kommen. Ob da jetzt eine Zeit abläuft oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Jedenfalls müssen wir hier rüber, ob wir wollen oder nicht. Einen anderen Weg gibt es hier unweigerlich nicht. So. Hier kommen wir jetzt auch hoch. Übrigens, habe ich gerade so erfahren. Was da drüben ist, weiß ich nicht genau, aber wir gehen am besten erst hier rein. In Clankers Höhle. So. Einen einzigen neuen Move könnt ihr in dieser Welt finden. So. Aber der ist gut versteckt. Okay. Gut zu wissen. So, und tschüss. So, dann schauen wir mal. An die Puzzleteile hier in dieser Welt kann ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. So, tschüss. Aber die Viecher sind fies. Und so habe ich mich als Kind mehr extremst erschrocken. Ja. Nee, erschrocken habe ich mich jetzt nicht, aber als Kind, echt, ich bin da immer zusammengezuckt wie sonst was, wenn dieses Viech da rausgesprungen ist. So, das ist jetzt weg. Schlimm war das immer. Hatte ich mal Angst, da vorbeizugehen. Aber irgendwie war es auch witzig. Was so Spiele manchmal in einem bewirken, ist schon krass. So, tschüss, gib mir mal die Wabe. Danke. Oh nee, sowas hasse ich. Mit dem Gamepad, da bin ich immer ganz schlecht drin. So balancieren und sowas. Alle, ja. Boah, war das knapp. Genau deswegen. Genau deswegen, Freunde. Das machen wir jetzt eben nochmal, das kann nicht sein. Da ist, glaube ich, nämlich irgendwas Wichtiges, soweit ich weiß. Und da müssen wir jetzt einfach hin. Und so weit ist es ja nicht. Außerdem sind die Viecher jetzt auch erledigt. Na, das darf doch nicht wahr sein. Langsamer laufen. Kann man in diesem Spiel schleichen? Das weiß ich gar nicht. Teste ich gerade mal. Okay, man kann sehr langsam laufen. Das ist gut. Das ist schon mal gut. So, dann machen wir das jetzt auch mal. So. Nee, will ich gar nicht. Nur irgendwas ist hier. Ich glaub's einfach nicht gerade. Wie oft werde ich denn hier noch runtergebächt? Was ist denn los heute? Ich glaube, die Viecher mögen mich nicht. Die haben mich noch in Erinnerung. Als sie mich damals erschreckt haben. So. Also balancieren und sowas. Das darf doch nicht wahr sein in Spielen. Das ist so eine Schwäche von mir so ein bisschen. Und Quicktime-Events genauso. Ich finde, jeder Gamer hat irgendwie so ein paar Schwächen. So, jetzt nur aufpassen. Die Ecke ist einfach blöd. Okay, das war gerade Fail. So. Jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. So, den auch. Nur irgendwas ist hier doch noch. Ich weiß nur nicht mehr was. Da ist ein Ich kann pokern. Mehr nicht.
Doch. Aber da kommen wir wieder zurück hier. Gut, das heißt mehr anscheinend nicht. Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt wie viele goldene Federn? 3. Das ist schon mal gut. Mit denen können wir vielleicht landen das hier. Ich glaube, das landet man sogar hier. Damit kann man so ein Schutzschild machen für eine gewisse Zeit, wie viele Federn man halt eben hat. Also so viele Federn man hat. Je mehr Federn, desto länger kann man eben diesen Schild aktiviert lassen. So, wir haben ja genug Luft eigentlich. Das heißt, wir können hier eigentlich mal genüsslich die Noten ansammeln. So, ich bin Clanker, der Müll der Kleinere, der alten Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Du brauchst Luft? Siehst aber nicht so aus, mein Freund. So, wenn du Luft hast, rostest du. Das weißt du schon. So. Oh, guck mal, der Shield. Die Augenverfolgung, das ist cool gemacht. So. Sehr schön. Wo müssen wir hin? Und wie kriegen wir nochmal die... Wie kriegen wir den hier nochmal raus? Und ich glaube, das war hier irgendwie... Da unten muss man irgendwas machen. Genau. Die Kette hier muss man irgendwie locker machen. So, schauen wir mal. Und da unten schwimmt, glaube ich, sogar noch so ein Fisch rum, der uns Luft bringt. Nur mal suchen, wo der ist. Wo ist er denn? Na komm. Blub, blub. Ich heiße Glub. Glub. Whatever. So, die Luft. Wenn die Luft knapp wäre, dann soll ich hier halt eben diese Blubberblasen einfangen. So, ich würde aber jetzt mal sagen, schnappen wir uns erstmal den Jinjo hier. Na, komm her, kleiner Mann. Erste in dieser Welt. Sehr schön. Ich glaube, 3 oder 4 Mal muss man das hier machen. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls können wir damit die Kette eben von diesem Clanker locker machen, somit er, dass er, also, sodass er wieder Luft bekommt. Luft schnappen kann. Der arme Kerl. Müllzerkleinerer der Hexe. Schon ein blöder Beruf, ne? So, wir brauchen aber den Fisch jetzt hier eigentlich gar nicht. Ja, 3 Mal war's. Sehr schön. Schauen wir mal. Bringt das jetzt schon was? Ja, ne? Wir müssen da, glaube ich, nichts mehr machen. Genau. Perfekt. Perfekto. Danke für die frische Luft. Eine Belohnung erwartet euch auf meinem Rücken. Ah, haben wir schon gesehen. Haben wir gerade schon gesehen. Aber danke nochmal für den Hinweis. So. Das heißt, wir können hier drauf, genau. So, ich glaube, die Noten schnappe ich mir jetzt mal. Na, warten wir erstmal. Nehmen wir die auch noch, komm. So. Gut. Puzzleteil Nummer 1. Meine Zähne tun weh. Habe zu viel Müll gefressen. Bitte helft Clanker. Na klar, helfen wir dir. Aber, Freunde, dem armen Kerl helfen wir dann doch erst im nächsten Part. Also danke fürs Zusehen. Und wenn ihr ein Herz für Clanker habt, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Also, bis dann. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran, bis dann.